So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Yo-Kai Watch 3, unserer Nuzlocke Challenge, wo wir im letzten Part, ja, den Aliens auf die Spur gekommen sind, oder besser gesagt noch nicht auf die Spur gekommen sind. Wir haben zwar, sag, eine alte Glocke hier in Southmont. Wir sind doch, glaube ich, jetzt, sagen Southmont, oder? Naja, auf jeden Fall in Southmont oder North Beach. Nein, North Beach ist ja das Gebiet hier, wo wir jetzt gerade sind und wo auch das Rathaus ist. Und hier haben wir erstmal eine alte Glocke untersucht, um mal zu sehen, hat das Ganze irgendetwas mit Aliens zu tun? Die Antwort darauf, nicht mit Aliens. Nö, die Uhr hat, die Glocke hat nichts mit Aliens zu tun. Und ja, jetzt müssen wir erstmal zum Uhrenladen in East Pine. Ein neues Gebiet hat sich aktiviert. Ein neues Gebiet, das wir erkunden dürfen. Ein neues Gebiet, wodurch wir dann auch bald Watch Rang D ebenfalls hier in Amerika besitzen. Des Weiteren haben wir im letzten Part leider Singsang verloren. Hm? Wir haben einen gesuchten Jo-Banditen gestellt namens Mackie. Aber er war ein bisschen zu mächtig gewesen. Wir haben, er sagt, sowieso auch ein paar klitzkleine Fehler gemacht. Ich hätte auch ebenso gut versuchen sollen, mehr mit, naja, wie heißt das eigentlich? Moment. Ja, mit dem kühlenden Kukau hätte ich vielleicht eher versuchen sollen, den Kampf zu bestreiten. Aber nein, ich muss es ja versuchen mit unserem Heilerpärchen. Mit unserem dynamischen Heiler-Duo. Tja, immer noch eine Sache, die einen richtig ärgern kann. Aber hey, dann ist jetzt erstmal die Strumpfbacke erstmal wieder hier im Team drinne. Dann radeln wir jetzt erstmal rüber nach East Pine. Geht natürlich auch ziemlich schnell. Wollte ich eigentlich meinen, aber wir müssen wohl doch erstmal uns an die Verkehrsregeln halten. Ja, teilweise. Okay, was ist jetzt hier los? Sagt mir jetzt nicht, hier ist irgendwo ein Portal der Launen. Okay, es ist wirklich hier ein Portal der Launen. Vielleicht bringt uns das aber auch ein bisschen teamtechnisch weiter. Vielleicht kriegen wir dadurch jetzt mal endlich entweder ein paar neue Yokai oder noch mehr EP oder noch mehr zu essen. Oder auch mal was zu trinken. Warte, was ist hier? Ja, Kampfraum, zwei Yokais in der Fabrik. Und natürlich weiß ich mal wieder nicht, können diese Yokais sich jetzt hier entwickeln? Warte mal, Fannis hatte, glaube ich, eine Weiterentwicklung gehabt. Aber Fannis war dann ein A-Rang-Yokai gewesen. Will nicht. Da ist jetzt auch mal die Frage aller Fragen. Will nicht, will nicht. Er will einen Hamburger. Einen Burger hatten wir immer noch. Tja, schwere Situation, kann ich dazu jetzt auch bloß sagen. Ja, schwierige Situation jetzt. War der Yokai willig jetzt gut gewesen für eine Entwicklung oder für eine Fusion? Hä? Auch wenn es nicht lange halten wird, wollen wir Freunde sein? Okay, willig, du kommst mal mit. Willig, das willst du nicht. Naja, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Aber gut, wir haben es immerhin geschafft, diesen Yokai, dass dieser Yokai sich mit uns anfreundet. Jetzt noch der zweite Will nicht hier hinzu.
Und dann müsste ich eigentlich auch mal wieder nachschauen. Entwickelt er sich oder entwickelt er sich nicht? Das können wir gleich erstmal überprüfen, sobald wir die Reinigungsmaßnahmen hier beendet haben. Okay, wir hatten bloß eine Reinigungsmaßnahme beendet. Also gut, Yokai will nicht. Wird mal Zeit, dass das allwissende Handy mit Google mal so meine Frage beantwortet. Dauert nur noch ein klitzekleiner Augenblick. Das Ganze muss ja natürlich auch laden. Wir können aber währenddessen, wer mein Handy versucht zu laden, mal die Portalkugeln einsammeln. So, jetzt mal sehen. Will nicht. Er ist ein Mystiker. Vom Typ Heilung. Das ist gut. Ah, nicht übel. Will nicht, entwickelt sich, er sagt wirklich, kann sich wirklich weiterentwickeln. Zum Yokai genug. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ein Yokai, der sich auf Level 15 weiterentwickelt. Und das sogar zu einem C-Rang-Yokai. Ich kann jetzt leider bloß nicht sehen, was für Techniken er drauf hat. Aber was soll's. Ups, jetzt habe ich wieder irgendwas Falsches gedrückt hier beim Handy. Na egal. Egal. Will nicht ist auf jeden Fall jetzt ein guter Yokai, den wir austauschen können. Also ich meine natürlich damit, dass wir Strumpfbacke jetzt austauschen gegen Will nicht. Wo sind wir jetzt hier rausgekommen? Bei der Schule? In der Tat, wir sind jetzt hier in der Schule. Naja, trotz allem, wir brauchen erst einmal einen Aokai. Hier in East Pine. Aha, das ist also East Pine. Also, es hat schon einen gewissen urig-rustikalen Charme. Der Uhrenladen ist da drüben. Kommt schon. Na gut, der Uhrenladen. Der ist ja gleich da drüben. Und auch nicht hier beim Tempura-Laden. Ein einfaches Emblem. Eine mittlere Klugel. Okay, damit können wir in der Tat jetzt einiges auf die Reihe kriegen. Ein kleiner Tanzstern, okay. Okay, zwei weitere Musikkarten. Aber ich frage mich eigentlich, konnte man eigentlich hier irgendetwas bei diesem Grabstein machen, der mir jetzt auf Anhieb überhaupt nichts sagt? Na egal, jetzt sollten wir sowieso erstmal zu einem Aokai hin. Und einen Yokai-Wechsel durchführen. Strumpfbacke! Weg mit dir. Und will nicht, komm herbei.
Mal sehen, was für Technik hat er drauf? Heilen natürlich. Credo verflucht alle Gegner, wodurch sie manchmal nicht handeln. Ist auf jeden Fall besser als Strumpfbacke. Und wie schon gesagt, auf Level 15 entwickelt er sich weiter. Wir können ja schon mal anfangen damit, ihm ein bisschen aufzupowern. Gut, damit wäre er schon mal auf Level 4. Jetzt auf Level 5. Und jetzt auf Level 8. Gut, damit sind wir schon mal ein bisschen weitergekommen. Ein bisschen weitergekommen. Mit will nicht. Da sind wir dann doch gleich hier unten. Bei der Hase. Oh nein. Sagt mir jetzt nicht schon wieder, da ist jetzt ein verdammichter Jo-Bandit. Wenn das da unten jetzt Flunko ist. Dann haben wir ein großes Problem, weil Flunko ist auf Level 25. Wisst ihr was? Dann schauen wir doch erstmal hier mal wieder vorbei. Im verdammten Phantomat. Supermarket. Also ernsthaft. Bis zum heutigen Tage. Bis zum heutigen 9. April 2021 habe ich immer noch keine Anteile gekriegt an diesem Supermarkt. Benutzen einfach meinen Namen, ohne mir Geld dafür zu bezahlen. Naja, die Silberpuppe ist jetzt wenigstens ein klitzekleiner Ausgleich. Alter, nett dich hier zu treffen. Versprochen ist versprochen. Ich werde ein fröhlicher Verkoster sein. Dein US-Allesesser. Letztes Mal war es ein Club-Sandwich, also was probieren wir heute? Heute will ich euch leckere Süßigkeiten aus den USA zeigen, miau! Wenn es um Süßigkeiten geht, gibt es nichts Leckeres als Lecker-Schmecker-Riegel. Lecker-Schmecker-Riegel? Alter, dein Ernst! Jedes Kind weiß, was ein Lecker-Schmecker-Riegel ist! Ist ein solider großer Schokoriegel, der sowohl knusprig als auch zart ist. Miau! Ich demonstriere es euch, wenn ihr mir einen aus dem Supermarkt bringt. Hast du auch das Gefühl, dass er uns nur ausnutzt? Alter, komm schon, miau! Das ist die beste Süßigkeit in den USA! Hört sich schon ziemlich lecker an. Wenn du mir einen Riegel bringst, zeige ich dir genau, wie lecker er ist. Wir könnten den Riegel einfach auch selbst essen. Mac wartet bei Bobs Uhrenladen. Ich muss mich beeilen. Na toll, auf zum nächstgelegenen Supermarkt. Einen Lecker-Schmecker-Riegel. Ah, verdammt nochmal. Ich würde jetzt eigentlich zu gerne diesen Flunko besiegen. Er ist ja immer noch bis zum 10. April in der Stadt. Ja, aber ich habe so das ungute Gefühl, das kann nichts werden. Generell, das kann einfach nichts werden. Unsere Yokai sind aktuell noch auf einem viel zu schwachen Level. Und ich will, er sagt jetzt nicht schon wieder ein Yokai verlieren. Howdy. Howdy, willkommen. Etwas gefunden, das dir gefällt? Wenn die lecker Schmeckerriegel haben. Gab es hier noch einen anderen Supermarkt?
Okay, Bank, Postfiliale? Entweder scheine ich jetzt die Supermärkte verwechselt zu haben. Oder es war so gewesen, dass wir erst... Ich weiß, das Wetter sagt nicht gut ausgehen. Besonders da, weil meine Yokais jetzt nicht gerade sehr stark sind. Aber ich muss jetzt einfach mal gucken, was ist das jetzt für ein Yokai, der da einfach in der Ecke herumsteht. Ein gesuchter Yo-Bandit? Ist es ja schon mal nicht gewesen. Was soll ich sagen? Dieser Yokai ist viel zu... Ist das der echte Roboto Y? Um die Wahrheit zu erfahren, kämpfe! Wenn er es ist, wird er sich dann Freund und leiht dir seine Macht. Wer ist das? Wo kommt das überhaupt her? Also, junger Mann, wie fällt deine Entscheidung aus? Kampf beginnt, Daten werden vor Beginn in dein Tagebuch gespeichert. Der Roboto hört das und schwingt seinen Hammer der Gerechtigkeit. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich hoffe mal, er passt sich unserem Level an. Das ist aber sicherlich nicht der echte Roboto Y. Oh nein, er ist ein B-Rang-Yokai. Das habe ich jetzt leider wirklich... viel zu spät mitgekriegt. Es wäre allerdings schon ziemlich cool. Wenn der sich uns jetzt anschließen könnte. Naja, wird uns auf jeden Fall gut EP geben. Hoffe ich jedenfalls. Gut EP. Da habe ich jetzt mal wieder einen guten Witz geliefert. Ist das der echte Roboto Y? Das Schicksal spaltet sich. Ich sage mal, er war's nicht. Der Roboto Y, den du bekämpft hast, war... falscher Roboto Y. Tja, Roboto T. Schade. Oh, oh nein. Roboto T ist ein netter Roboto. Er gibt dir ein Item zur Aufmunterung. Kaffeemilch. Ah, verdammt nochmal.
Das wäre aber auch jetzt zu gut gelaufen. Das wäre aber auch jetzt wirklich ein bisschen zu gut gelaufen, wenn wir jetzt einen B-Rang-Yokai hätten kriegen können. Aber zu unserem Glück war er so ähnlich gewesen wie zum Beispiel einen Serberker oder... Verdammt nochmal, den Leckerschmeckerriegel gab es doch erst später. Aber wir müssen erstmal was verkaufen. Zu blöd. Jetzt würde ich eigentlich zu gerne nochmal gegen den Roboto Y kämpfen. Aber ich glaube, jetzt aktuell wird er wohl nicht mehr hier sein. Und ich habe so auch jetzt das Gefühl, dass er auch ein Yokai ist, der bloß einmal pro Tag erscheint. Wenn wir natürlich jetzt irgendwo ihn nochmal finden würden, wäre es natürlich top. Aber an der Stelle müssen wir uns wirklich erstmal mit der Kaffeemilch begnügen. Dann erstmal gleich zum Uhrenladen gehen. Und dann sowieso für Tomnian in Kürze noch einen lecker Schmeckerriegel besorgen. Wow, das ist ja ein schicker Laden. Trete die Füße ab und richte deine Haare. Das ist ein exklusives Geschäft. Mensch, Mac, du musst ja ganz was Tolles sein, wenn du hier ein- und ausgehst. Hehe, das ist doch gar nichts. Aha, und wen haben wir denn hier? Haha, was für eine Überraschung. Der junge Herr Mac hat also einen Freund gefunden, den er mitbringen kann. Also? Ich hab doch gesagt, dass sie mich nicht mehr junger Herr nennen sollen. Oh nein, dein Gesichtsausdruck ist unbezahlbar. Da kann ich nicht widerstehen. Ach Menno, nun ärgern Sie mich doch nicht so. Ach richtig. Herr Schafblick, ich hab diesen Jungs von dem UFO berichtet. Hoch, das gibt's doch nicht, wenn ich mich nicht täusche. Hat dein Freund das neueste Modell der Yokai Watch, Modell Universal, bei sich? Was, Sie wissen von der Yokai Watch? Hey, ich bin Besitzer eines Uhrenladens, nicht wahr? Ich weiß Bescheid. Das ist Ihre Erklärung? Hey, was soll denn die Aufregung nur wegen der Uhr von Phantom? Klar, die glänzt schön, aber die ist nichts gegen mein UFO-Stein. Aber es sieht so aus, als wäre dein Watchrang ziemlich niedrig. Watchrang, was ist das? Wenn es dir nichts ausmacht, könnte ich deinen Watchrang erhöhen. Echt, das können Sie? Das wäre eine Riesenhilfe. Gar kein Problem. Wir haben's geschafft. Tja, Phantom, ist das nicht praktisch? Natürlich, hoffe es okay, wenn ich im Gegenzug meinen Gefallen bitte. Ich stecke bis zum Hals in Arbeit. Magst du einige Besorgungen für mich machen? Ja. Sicher, überlassen Sie das mir. Danke, es gibt ganz in der Nähe einen Supermarkt, der Mortis-Markt heißt. Der Markt des Todes. Könnten du und der junge Herr Mac einige Einkäufe für mich abholen? Was? Was? Warum muss ich mit? Nanu, habe ich etwas Falsches gesagt? Na gut, sieht aus, als hätte ich keine Wahl. Und wie ich sowieso schon mal gesagt habe, Mortis ist der lateinische Begriff für Tod. Hey! Hey Mac, wo ist dieser Mortis-Markt? Gleich neben dem Uhrenladen, eine Straße weiter Richtung Osten. Bevor wir da hingehen, wie wär's mit einem klitzekleinen Abstecher? Ich wette, du hast noch nie das Maskottchen des Mortis-Marktes gesehen. Hm? Maskottchen? Also gut. Audi. Es wohnt auf dem Parkplatz. Wir müssen nur in Richtung Osten laufen, dann treffen wir es sicher. Was heißt denn, er sagt hier laufen? Oh nein. Er ist wieder da. Das ist Flunko. Das riskiere ich jetzt nicht. Mac, ist das das Maskottchen, von dem du gesprochen hast? Ganz genau.
Oh ja! Jawohl ja, das ist Larry Langohr vom Mortesmarkt. Er ist fast eine kleine Berühmtheit hier. Naja, er ist jetzt kein Filmstudio-Maskottchen, aber er ist groß. Wie bitte? Man muss sich wohl an ihn gewöhnen. Ihr gewöhnt euch schon noch an ihn. Hey. Yo, genau so, Alter. Uns an was gewöhnen, das können wir alle echt jetzt. Wer ist der Typ? Oh, sorry, Mann. Wollt euch nicht erschrecken oder so. Kriegt nur gerade echt gute Schwingung von Larry Langohr. Klar, oder? Seht ihr, der Typ hat's voll drauf. Mensch, hab voll Glück, dass euch coole Typen hier treffe. Normalerweise bin ich Hausverwalter, Alter. Meine Bude heißt Wanderers Rast und ist nördlich von hier. Ihr könnt gern vorbeikommen. Fröhliches Wandern. Danke. Jo, bis später. Ja, bis später. So, wo habe ich jetzt meine speziellen Kekse liegen gelassen? Wanderers Rast? Das kommt mir stark bekannt vor. Absolut. So, jetzt wo ihr Larry Langohr kennengelernt habt, können wir einkaufen gehen. Ja, und hoffentlich gehen wir Flunko aus dem Weg. Ach gut, er ist nicht da. Er ist immer noch da. Und ich spüre es. Ein weiteres Portal der Launen. Werden wir hier in der Lage sein, noch einen weiteren Yokai zu rekrutieren? Nach Willnich? Den ollen Willy? Es könnte natürlich aber auch jetzt ebenso gut sein, dass es jetzt kein Kampfraum mehr ist. Sondern irgendwas Skurriles. Aber es ist trotzdem immer noch ein Kampfraum. Der gleiche Raum, den wir auch vorhin hatten. Na gut, zwei Level-Ups. An der Stelle müsste ich eigentlich auch mal nachsehen. War Fannis wirklich ein Yokai, der zu einem Aran-Yokai wurde? Tja, leider haben wir an der Stelle auch keine... Reisbälle hier. Blöd gelaufen. Ich glaube, ich schaue dann später lieber mal nach, wie es er sagt, so mit Fannis hier war. Aber Hauptsache, wir haben hier die nächste Portalkugel. Und können das Portal der Launen verlassen. Na gut. Allzu weit entfernt. Vom Mortesmarkt sind wir zum Glück jetzt auch nicht gekommen. Und wir haben jetzt zu unserem Glück... Oh nein. Er ist immer noch hier. Was macht der Sack jetzt, dieser komische Flunko, bloß hier in der Gegend? Und was machen Munkler und Skepti wieder hier? Was? Hey Phantom, kannst du mir kurz helfen? Diese Tölpel lassen mich nicht in Ruhe. Hey. Hallo, mein Junge. Schön, dich zu sehen.
Also, wir würden uns gern mal den Anhänger deines Freundes ansehen. Wollen nur mal kurz einen Blick auf den Stein darin werfen, das alles. Ich hab's doch schon gesagt. N-E-I-N. Nein, niemals. Nö, ihr seid erwachsen, holt euch selbst ein. Nun, sei doch nicht so. Ich will doch nur mal draufschauen. Also? Versuch's ruhig und ich rufe die Polizei schneller, als die Polizei erlaubt. Munkler, legst du dich gerade ernsthaft in einen Grundschüler an? Das ist sogar für dich ein neuer Tiefpunkt. Nein, warte, so ist es gar nicht. Ich dachte, ich hätte so etwas wie den Stein vorhin in den Y-Akten gesehen. Warte, jetzt weiß ich es wieder. Es ging um den UFO-Fall. Munkler, lass es doch einfach sein. So etwas Wichtiges würde sich nie im Besitz eines Kindes befinden. Ach, Skepti, fantasielos wie immer. Entschuldigt, Kinder, überlass diesen Besserwisser mir. Hey, so viel weiß ich gar nicht. Und du kennst meine Theorie noch nicht. Gehen wir. Munkler, wir gehen. Wir müssen uns noch anderswo umsehen. Skepti, warte wenigstens auf mich. Puh, das war knapp, oder? Ich dachte schon, der Riesentölpel nimmt mir jetzt meinen UFO-Stein weg. Wie dem auch sei, wir müssen noch einkaufen gehen. Gut, gehen wir da mal einkaufen. Was sollen wir überhaupt einkaufen? Howdy. Wir brauchen ziemlich viele Dinge, also hör gut zu. Ja. Okay, wir brauchen Maiskolben, Miesmuschel und ein paar Karamellnüsse. Also gut. Und vergiss das Geld nicht, das Herr Scharfblick uns zum Einkaufen gegeben hat. Wenn du alles hast, geh einfach zur Kasse. Ich werde das Ganze von hier beaufsichtigen, falls ihr was vergesst. Alright. Wenn du Mortesmark einkaufst, benutzt einen Einkaufswagen. Ja, gut. Also, was sollten wir denn jetzt besorgen? Eine Avocado. Nein, es waren, glaube ich, keine Avocados. Es war ein Maiskolben. Dann irgendwas mit Miesmuscheln. Wo war jetzt hier bitte schon die Fischtheke gewesen? So, dann gab es jetzt noch irgendwelche Süßigkeiten. Karamellnüsse. So, ich habe jetzt mal meinen kleinen Einkauf erledigt. Gute Rechnung. Alles ist aufgegangen. Moment, ich muss erstmal den Einkaufswagen zurückstellen. So, jetzt aber. Oh, ihr seid fertig? Habt ihr alles gekriegt? Ja. Jo, das sollte es gewesen sein, oder? Genau. Alles klar, das sollte alles sein, worum wir gebeten wurden. Dann lass uns mal zum Uhrenladen zurückkehren. Aber nicht zu vergessen, wir müssen erstmal noch einen Leckerschmeckerriegel den guten Tom geben. Ganz genau, Alter! Ein Leckerschmeckerriegel, bitte! Miau! Bitte, Alter! Na klar! Miau, miau! Zeit, ordentlich reinzuhauen! Ja! Siehst du, miau, total lecker, genau wie ich es gesagt habe. Schwer zu beurteilen, wenn ich nur zugucke. Alter, sag das doch gleich. Hier, ich teile ein Stück mit dir. Danke. Wirklich, danke. Er ist so knusprig und lecker. Das könnte ich jeden Tag essen. Ja. Alter, ich bin froh, dass du einen guten Geschmack hast.
Aber das war noch gar nichts, miau! Wartet nur ab, was ich euch beim nächsten Mal zeige! So lecker, es war nett von Tom Nian mit mir zu teilen. Meinst du das ernst, Phantom? Du hast ihm den Riegel doch gekauft! Oh, stimmt! Jetzt stellt sich mir eigentlich die Frage, Tom Nian. Wo genau wartet er eigentlich als nächstes auf uns? Beim Sukiya. Kann es sein, Tom Nian, bist du, er sagt, jetzt hier oben oder ist es wieder Roboto Y? Phantom, Alter, was miaust du hier? Also gut, versprochen ist versprochen. Lasst mich euch ein neues köstliches Gericht aus den USA vorstellen. Ja. Ich frage mich, was diesmal auf der Speisekarte steht. Die USA wäre nichts ohne das Grillen und Grillen wäre nichts ohne Steak. Ja. Da hast du nicht unrecht. Wenn ich an die USA denke, fällt mir auch das Grillen ein. Alter, jetzt habe ich echt Hunger auf ein Lindensteak, miau. Wenigstens redet er nicht lange um den heißen Brei. Sein schamloses Benehmen erinnert mich irgendwie an jemand anderen. Na gut, bringen wir ihm eben einfach ein Lendensteak. Alter, warte mal, miau, Moment! Was ist denn? Ihr solltet sicher gehen, dass das Steak frisch ist, das ist sehr wichtig. Also geht am besten zum Steakhouse, miau. Jetzt stellt er auch noch Anforderungen. Naja, ganz unrecht hat er nicht. Frisch schmeckt immer am besten. Alter, geh miau mein Reden. Wir treffen uns dort. Ja, sieht so aus, als sollten wir uns Richtung Steakhouse bewegen. Ich glaube, ich übertreibe jetzt ein bisschen. So, sind wir dann jetzt mal hier beim Steakhouse. Bruder. Also, großer Bruder, was machen wir als nächstes? Oh nein. Ach du meine Spiran, ich weiß auch nicht so recht. Sind das nicht die beiden Yokai, die mit Tom Nian angegangen sind? Ja. Ich glaube, da hast du recht. Was nun? Alter, seid ihr auch hier, um Steak zu essen? Ja. Ach du meine Spiralen, das ist wieder dieser Mensch, den Tom Nian kennt. Mir fällt gerade auf, dass wir uns gar nicht richtig vorgestellt haben. Ja. Ich bin Komade Koma. Yeah. Und ich bin Komade Gio. Hallo, Leute. Zusammen sind wir die Komadenbrüder. Schön, euch kennenzulernen, Komade-Brüder. Ja. Miau, was sollen die besorgten Gesichter? Ja. Können wir dich hier was fragen? Wir wissen nicht, ob wir unser Steak gut durch oder leicht angebraten wollen. Ich habe gehört, dass gut durch die beste Wahl ist. Aber ich habe gehört, dass leicht angebraten besser schmeckt. Ja. Verständlich, dass ihr verwirrt seid. Das passiert vielen Leuten. Mhm. Gut durch, leicht angebraten? Wovon redet ihr überhaupt? Ja. Alter, ist das dein Ernst? Es geht darum, wie du dein Steak gebraten haben willst. Gut durch bedeutet, dass es komplett durchgebraten ist, miau. Leicht angebraten bedeutet, dass es in der Mitte noch roh ist und schön blutig, miau. Ah, verstehe. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, bestellt es doch einfach halb durch. Das ist die Garstufe zwischen gut durch und leicht angebraten, miau. Ach du meine Spiralen, vielen Dank. Halb durch klingt nach einer guten Idee. Du weißt echt viel über Essen, Tom Nian. Alter, sowas weiß doch jeder hier in den USA. Jetzt, wo wir gegessen haben, lass uns weiter per Anhalter fahren. Hoffentlich nicht durch die Galaxis. Der Film war langweilig. Miau, wo wir davon sprechen. Ich hätte gern ein Lendensteak. Bitte gut durch, Alter. Eine Portion Pommes wäre auch nicht schlecht. Vielleicht noch ein bisschen Knoblauchbrot. Hallo? Du isst ein Steak gut durch. Pa! Leicht angebraten schmeckt es viel besser. Ich muss auch sagen, ich mag mein Fleisch auch eher gut durch. Gut durch. Niemand hat dich gefragt, Whisper. Also gut, Alter. Howdy. Steakhouse 29. Willkommen im Steakhouse 29. Wie möchtest du dein Steak? Erstmal möchte ich es kaufen. Oh, ein Lendensteak. Mit einer guten Beilage aus mit Mais und Bacon. Das Schweinekotelett sieht allerdings auch gut aus.
Steaks veredeln das Leben. Komm jederzeit wieder vorbei. Alter, dieser Geruch, wenn es gebraten wird! Alter, ist das ein Lendensteak? Miauz! Gib her, gib her! Miau, miau, das werde ich mir schmecken lassen. Mmh, ja, Alter, jeder einzelne Bissen hiervon ist so saftig als auch zart. Es ist weder zu trocken noch zu saftig, es ist einfach absolut perfekt, miau. Er könnte gut Werbung für Steaks machen. Ja. Stimmt, er macht mich ganz hungrig. Oh, so lecker. Aber das war doch gar nichts, die USA haben so viele Leckereien zu bieten. Beim nächsten Mal zeige ich euch, was das noch besser schmeckt, Alter. Sandwiches, Schokoriegel und Steaks. Was hat er wohl als nächstes geplant? Ja. Die USA sollen auch bekannt für ihre farbenfrohen Süßigkeiten sein. Das hört sich interessant an, die würde ich gerne mal sehen. Sollte es ein Hinweis darauf sein, dass wir als nächstes zum Markt hin müssten? Okay, wir haben jetzt eigentlich schon ein bisschen zu weit überzogen. Ah, eigentlich würde ich ja zu gerne jetzt auch noch zum Markt platzeln. Aber ich glaube, es kann auch nicht schaden, wenn wir noch mal kurz gegen diesen Joker hier kämpfen. Okay, Schlotz am Bein, Zipper. Mit den Yokais kann ich jetzt leider auch nicht sehr viel anfangen. Softeis. Donuts. Ja, wie schon gesagt, mit den Yokais kann ich jetzt leider vom Namen her nichts anfangen. Vielleicht hatten die eine Entwicklungsstufe, vielleicht aber auch nicht. Du bist sie wie ein Reißverschluss, der nicht zugeht. Wir gehen zusammen. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall auch schon Zipper. Aber da müsste ich jetzt auch erstmal nachschauen, ob sich dieser Joker entwickeln kann. Ansonsten würde ich jetzt erstmal so sagen, gehen wir erstmal hier hinaus. Im nächsten Part gehen wir dann erstmal in den Uhrenladen hinein und rüsten unsere Watch auf. Und damit seid dann jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. Und ich schaue dann erstmal, ob Zipper sich weiterentwickeln kann.